Hallo an alle, mein Name ist Jafet Marian, ich bin Coach in Berlin. Die heutige Hypnose hat mit Spitzenleistungsanker zu tun. Wie immer bitte diese Hypnose nicht hören, wenn du im Auto bist, also wenn du aufmerksam sein sollst. Mach es dir jetzt bequem. Finde die Position, die sich am besten anfühlt, um nun in Trance zu gehen. Vielleicht kannst du dir eine Decke nehmen, um es dir noch gemütlicher zu machen. Mach es so, wie es sich für dich am besten anfühlt. Schließe ruhig deine Augen. Du fühlst dich absolut sicher und geborgen. Jetzt lass deine Atmung ruhig werden und noch tiefer zu entspannen. Schritt für Schritt in deine Geschwindigkeit. In deinem Tempo. Es wird ruhiger und ruhiger in dir. Mit jeder Sekunde entspannst du dich ein bisschen tiefer. Stell dir einfach die schönste und tiefste Entspannung vor, die du dir vorstellen kannst. Nun helfe ich dir dabei, dich tiefer zu entspannen. Dabei kommt es vor allem darauf, dass dein Körper sich beruhigt. Atme ruhig und gleichmäßig. Und du beginnst zu zählen. Das ist ganz einfach. Du beginnst bei 100. Du zählst einfach rückwärts. Und bei jeder ungeraden Zahl öffnest du die Augen. Und bei jeder geraden Zahl schließt du die Augen wieder. So machst du mit jeder Zahl eine Augenbewegung. Einfach zählen und Augen auf, Augen zu. Das ist ganz einfach. Wenn ich dich gleich bitte, mit dem Zählen zu beginnen, dann fängst du einfach an zu zählen. So laut, dass du dich selbst hören kannst. Du fängst an zu zählen. Beginne bei 100. Bei jeder geraden Zahl schließt du die Augen. Bei jeder ungeraden Zahl öffnest du die Augen. Mit der Zeit kann das anstrengend werden. Vor allem ist es schwer, die richtigen Zahlen zu finden. Aber diese Zahlen sind auch nicht so wichtig. Es wird dann immer schwerer und schwerer, die richtigen Zahlen zu finden. Und wenn du bald keine Lust mehr weiterzuzählen, wenn du merkst, dass du die Augen auf- und Augen zu bewegen kaum mehr ertragen kannst, kannst du einfach die Augen zulassen. Aber solange für dich okay ist, kannst du weitermachen. Und wenn du mal eine Zahl vergessen hast, das macht überhaupt nicht aus. Das zeigt nur, dass du dich gut entspannen kannst. Denn die Zahlen sind das nicht dir das Wichtigste. Das Wichtigste ist nur,
dass du dich entspannen kannst. Und wenn du merkst, dass dir das Ganze einfach nur lästig wird, kannst du einfach in eine schöne Entspannung gehen und aufhören zu zählen. Einfach dich entspannen und lass die Zahlen von allein weiterlaufen. So wie kleine Wolken im Hintergrund, die einfach langsam verschwinden. Wenn ich dich bitte, dir etwas vorzustellen oder einmal zu fühlen, wie sich gerade dein Körper anfühlt, dann tu es bitte und tu es so gut, wie es dir in diesem Moment gerade passt und gelingt. Versuche nicht, etwas zu erzwingen. Wenn du das Gefühl hast, du bist gerade schon sehr entspannt, um dir Bestimmtes vorzustellen, dann lass einfach los. Lass einfach meine Wörter fließen, wie so ein Traum. Die Entspannung hat dir immer den Vortritt. Wenn du merkst, dass du dich entspannst, brauchst du gar nicht so richtig folgen, was ich dir sage, sondern einfach nur den Fluss lassen und nicht unterbrechen, sondern dich immer auf das konzentrieren, wo du merkst, das bringt mich noch mehr in Entspannung. Es geschieht einfach von selbst. Du bist im Jetzt. Und gestern und morgen zählen nicht in diesem Moment, nur das Jetzt. Und jetzt ist wichtig, dass du dich entspannst, dich wohlfühlst, alles hinter dir lässt. Alle Verspannungen des Tages werden langsam aus dir wegfließen. Ohne was zu erzwingen, ohne ein fortwährendes Grübeln. Lass lieber einfach los. Lass die Entspannung sich ausbreiten. Und gib dir die Möglichkeit, deinem Unterbewusstsein das Vertrauen, dass es alles in deinem Inneren genauso richtig funktioniert, für das Erreichen des Entspannungszustands und genau alles so wichtig ist, wie es sein soll und genauso wird durchgeführt, wie es für dich, deinen Körper und dein Unterbewusstsein gut und gesund ist. Also lass dir einfach die Freiheit, dich tiefer und tiefer in eine sanfte Entspannung zu tragen, so wie es hier und heute am besten für dich ist. Jeder Mensch, jeder Körper, jedes Tier, jedes Unterbewusstsein hat seinen eigenen Weg in die Entspannung. Es ist absolut egal, wie du die Entspannung wahrnehmen wirst. Lass sie einfach so geschehen, wie du sie schon kennst, wie dein Unterbewusstsein sie gestalten will. Beobachte ganz neutral, wie sich mit der Zeit vielleicht sich auch ein kleines bisschen verändert. Und aber ganz sicher immer tiefer und intensiver du zu einer richtigen tiefen Entspannung kommst. Vor allem sollst du dabei immer genießen, weil die Entspannung ist nur zum Genießen da. Ich weiß, dass der Tag für dich sehr viele bewegte Momente hatte, und dass du dir sehr viele Fragen gestellt hast und viele Lösungen gesucht hast. Aber jetzt kannst du alles fallen lassen, loslassen und einfach genießen, dass du endlich dich erholen kannst. Ich bitte dich nun, ganz genau auf meine Wörter zu konzentrieren, einfach nur deine komplette geistige Kraft auf das zu lenken, was ich dir sage, während dein Körper sich entspannt, ganz sicher auf dein Bett oder in deinem Stuhl oder wo auch immer du bist. Entspann deinen ganzen Körper,
Lasse Ruhe in dich einkehren. Atme langsam und gleichmäßig. Prüfe nochmal, ob du es wirklich bequem hast. Wenn du magst, kannst du deinen Körper nochmal bewegen und dich noch besser hinlegen oder noch besser hinsetzen, bis du wirklich die perfekteste Position hast, die du je gehabt hast. Entspann dich nun bitte vollkommen, deinen ganzen Körper. Lasse Ruhe in dich einkehren. Atme langsam, gleichmäßig. Hab Vertrauen, dass die Luft in dir reinkommen will, um dich zu bereinigen von aller Verspannung. Fühle, wie sich langsam deine ganze Muskulatur entspannt. Dein Puls wird ruhiger, immer mehr Ruhe kehrt in dich ein, es ist total angenehm. Immer mehr entspannt sich dein ganzen Körper. Dieses Gefühl der Ruhe und der Entspannung breitet sich immer mehr in deinen ganzen Körper aus. Such mal, wo hat sich diese Ruhe jetzt, diese Entspannung am meisten sich gefühlt? Wo hast du sie am meisten gefühlt? Ist es vielleicht in deinen Finger, in dein Bein, in deinen Kopf? Stell dir vor jetzt, dass dieses Gefühl sich ausbreitet von dem Punkt, wo du sie am meisten gefühlt hast, in deinen ganzen Körper. Konzentriere dich bitte einmal, bitte ganz auf die Muskulatur um deine Augen, deine Augenlider, deine Augenbrauen. Du brauchst sie nicht bewegen. Fühle sie einfach so intensiv, wie du nur kannst. Versuche alle Anspannung loszulassen, die in deinem Körper ist. Konzentriere dich jetzt auf deine Stirn und lass auch hier alles los, während du einatmest. Nimm die Verspannungen wahr und lass sie einfach wieder ausatmen. Einatmen. Verspannungen wegnehmen, ausatmen. Fühle genau, wie deine Augen, deine Stirn sich anfühlt. Wie sich füllt auch mit Luft. Dieses Geschenk, was um dich herum ist, die komplette Luft, das ganze Universum ist für dich da, um dich zu entspannen. Und falls noch in irgendeiner Form eine Anspannung fühlen solltest, lass diese Anspannung einfach los mit dem nächsten Atemzug, so gut, wie du gerade kannst. Ohne was zu erzwingen. Fühle auf diese Weise auch in deinem Kiefer, in deinem ganzen Gesicht und lass los. Spüre die Haut um dein Gesicht herum. Merke, wie sich das anfühlt, wenn du atmest. Und wieder ausatmest und entspanne die ganze Haut und deinen ganzen Kopf. Entspanne deinen Hals, entspanne deinen Nacken. Fühle, wie sich von deinem Kopf aus ein angenehmes, warmes Gefühl der Ruhe und Entspannung in deinem ganzen Körper ausbreitet. Fühle einmal ganz genau in deine Schultern und entspanne sie durch die Atmung. Fühle in deine Oberarme und entspanne sie. Fühle in deine Unterarme und entspanne sie. Entspanne deine Hände vom Handgelenk über den Handteller bis ganz in die Fingerspitzen.
Entspanne deine Wirbelsäule von Kopf an, Zentimeter vor Zentimeter. Und mit deinem ganzen Rücken fühle, wie dieses angenehme Gefühl der Entspannung deine ganze Wirbelsäule umhüllt und den ganzen Körper fließt. Lass alle Verspannungen los. Entspanne deinen ganzen Oberkörper. Deinen Bauch. Deine Beine. Deine Füße bis tief in die Zehenspitzen. Und mehr breitet sich dieses angenehme Gefühl der Ruhe und Entspannung deinen ganzen Körper aus. Du beginnst langsam zu sinken in einen angenehmen Zustand der Ruhe und Entspannung. Du fühlst dich absolut wohl, sicher. Du lässt alles los. Atme ein und wieder aus. Wieder ein. Wieder aus. Mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, was ich dir sage, mit jedem Klang oder Geräusch, was du hörst, sinkst du tiefer und tiefer in diesen angenehmen Zustand der Ruhe. Und Entspannung. Noch tiefer. Genauso. Du machst das richtig gut. Immer tiefer. Lass deine Gedanken fließen. Halte sie nicht fest. Lass deine Gedanken einfach kommen und gleich wieder gehen wie Luftballons. Du brauchst keinen dieser Luftballons festhalten. Wenn du die Luftballons sehen kannst, vielleicht kannst du auch den blauen Himmel hinter den Luftballons sehen. Hinter dem blauen Himmel ist ein Riesenuniversum, der absolut harmonisch alles in sich behält und stärkt und festhält, was sein muss in diesem ganzen Universum. Du hörst nur auf meine Stimme und singst tiefer und tiefer in diesen angenehmen Zustand der Ruhe und Entspannung. Kein Gedanke kann dich stören. Du bist absolut entspannt und singst noch tiefer und tiefer. Mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, mit jedem Geräusch, mit jedem Klang. Du singst noch tiefer und tiefer in Entspannung. In dieser Hypnose werde ich dir heute die Fähigkeit verankern, dich auf höchste Leistungsfähigkeit zu bringen. Wann immer du das brauchst. Du wirst dann diese Fähigkeit immer wieder abrufen können, wann immer du sie brauchst. Diese Leistung muss nicht nur körperlich sein, sondern auch seelisch. Dein Unbewusstes wird dir helfen, dich vollkommen auf diese Leistung zu fokussieren. Alle deine inneren Kräfte zu aktivieren, damit du optimal vorbereitet sein wirst für die Momente, wo du das brauchst. Wie du schon vielleicht weißt und vielleicht schon selber mal gespürt hast, der Mensch kann unglaubliche Kräfte entwickeln.
Menschen, die Spitzenleistung vollbringen, sind in diesem Moment voll und ganz auf das, was sie tun, ausgerichtet. Die Konzentration ist so groß, dass sie manchmal nicht mal mitbekommen, was um sie herum passiert. In diesen Momenten ist ihr Unbewusstsein konzentriert, alle Energien zur Verfügung zu stellen, die für diese Leistung benötigt sind. Und alles, was stört, wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Es gibt keine unnötigen Gedanken, keine unwichtigen Impulse. Alles fließt. Alles ergibt sich wie von selbst. Es gibt keine Zweifel. Überleg dir gerade, welche Leistung du verankern möchtest. Und stell dir nun vor, wie du in der Situation bist, wenn du mit dieser Tätigkeit beginnst. Und wie deine ganze Fokussierung auf diese Aktivität liegt. Alle Energien in deinem Inneren sammeln sich und dein Unterbewusstsein stellt dir alles zur Verfügung, was nötig ist, um die ganze Kraft, den ganzen Wissen, um genau in dem richtigen Moment absolute Höchstleistung zu aktivieren. Stell dir vor, wie diesem Zustand sein könnte bei dir, wenn du in diesem Moment bist der absolute Höchstleistung. Stell dir genau die Situation vor. Was siehst du? Was musst du tun? Was ist um dich herum? Welche Ressourcen musst du abrufen? Stell dir nur ein Codewort vor, ein Symbol, ein Name, damit du diese Spitzenleistungsfähigkeit abrufen könntest. Etwas, was dir spontan in den Sinn kommt. Und immer wenn du dieses Wort in Gedanken oder leise vor dich hinsagen wirst, wird dein Unterbewusstsein nun beginnen, deine spitze Leistungskräfte zu aktivieren. Du kannst es ruhig öfter sagen. Wiederhole es immer wieder. Spüre dabei, wie du immer intensiver in diesem perfekten Leistungszustand sein wirst. Du sinkst gerade in diesen Leistungszustand. Es ist ein Gefühl der vollkommenen Konzentration.
merken, wie du merkst gerade Entspannung und Konzentration passen gut zusammen. Weil während du jetzt hier entspannst, kannst sich deine Seele und dein Körper auf das Wichtigste konzentrieren. Fokussieren auf dem, was du wirklich brauchst. Sag das Wort ein paar Momenten, damit deine Kräfte sich sammeln und vereinen können, um ganz vor dieser Aufgabe da zu sein. Schon nach kurzer Zeit, dieses Wort wird immer mehr wirken. Es wird für dich so intensiv sein, dass jedes Mal, wenn du dieses Wort wiederholst, du sofort in diesen perfekten Zustand übergehen kannst. Ich werde dich nun aus der Hypnose langsam ausleiten. Dein Körper füllt sich mit Leben und Kraft. Von den Füßen bis zum Kopf wirst du wacher. Das Aufwachen beginnt bei den Füßen. Deine Füße werden wach und bewegen sich langsam. Vielleicht spürst du sie schon wieder etwas deutlicher. Dann wachen deine Beine auf. Spüre, wie deine Beine langsam aufwachen. Du bewegst deine Beine. Anschließend kann dein Bauch aufwachen oder dein Rücken wach auf. Dein Oberkörper bewegt sich und du merkst, dass du langsam wach wirst. Du spürst die Unterlage unter deinem Körper. Dein ganzer Oberkörper wird wacher und wacher. Auch deine Arme wachen auf. Du bewegst sie jetzt. Du kannst dich jetzt strecken und recken. Jetzt weckt dein Kopf auf. Deine Gedanken werden klarer und deine Augen öffnen sich. Du kommst zurück in mir und jetzt und du bist wach. Deine Augen sind auf. Willkommen.